Der dritte Teil unserer Quicktip-Serie befasst sich diesmal mit dem sogenannten Fadenkreuz-Glitch. Bekanntermaßen haben alle Waffen in Battlefield 3 erstmal zwei verschiedene Arten der Genauigkeit. Einmal beim Zielen durchs Visier mit hoher Genauigkeit und einmal beim Schießen von der Hüfte mit relativ geringer Genauigkeit. Schießt man nun also, nachdem man bereits durchs Visier gezielt hat und wechselt dabei sofort wieder zurück, sieht man, wie sich das Fadenkreuz langsam wieder öffnet und die Genauigkeit mit anhaltender Länge des Feuerstoßes immer weiter nachlässt. Der eigentliche Glitch besteht nun darin, beim Zielen durchs Visier und beim Abgeben eines Feuerstoßes sofort auf einen beliebigen anderen Ausrüstungsgegenstand zu wechseln. Im Ergebnis erhält man ein winzig kleines Fadenkreuz, das also der Erstschussgenauigkeit beim Zielen durchs Visier entspricht. Man kann es jedoch auch beim Schießen von der Hüfte verwenden. Dieses winzig kleine Fadenkreuz bleibt einem so lange erhalten, bis man seinen nächsten Schuss bzw. Feuerstoß mit derselben Waffe abgegeben hat. Danach springt das Fadenkreuz zurück und man hat wieder die reguläre Genauigkeit beim Schießen von der Hüfte. Im Hintergrund sieht man, dass es unerheblich ist, mit welchem Ausrüstungsgegenstand man diesen Glitch herbeizaubert. Das kann der Quick Knife Button, Medikit oder sonst was sein. Besonders praktisch ist dieser Glitch bei Maschinengewehren wie hier der PKP, die ja eine bekanntermaßen sehr schlechte Genauigkeit haben, auch beim Zielen durchs Visier. Stellt man das Maschinengewehr nun in Kombination mit einem Zweibein auf und wendet den Glitch, wie zuvor beschrieben, an, dann überträgt sich die Genauigkeit ebenfalls auf das winzig kleine Fadenkreuz, was man dann erhält. Das bedeutet, dass man ein Maschinengewehr erhält, das so genau schießt, als wäre es auf einem Zweibein aufgestellt, mit dem man jedoch mobil sein kann. Auch wenn dieser Glitch mit so gut wie allen Waffen im Spiel anwendbar ist, ist er mal mehr, mal weniger sinnvoll. Das trifft beispielsweise auf die Maschinenpistolen wie hier die MP7 zu. Anfangs erhält man durch Anwendung dieses Glitches noch eine kleine Genauigkeitssteigerung. Sobald man aber den optionalen Laser dazu schaltet, sieht man, dass durch Anwendung dieses Glitches keine Genauigkeitssteigerung mehr möglich ist. Sprich, bei den Maschinenpistolen, die man in Kombination mit einem Laser einsetzt, ist die Genauigkeit beim Schießen durchs Visier identisch mit der Genauigkeit beim Schießen von der Hüfte. Hier lohnt es sich also nicht, sich jedes Mal die Mühe zu machen, diesen Glitch einzusetzen. Good work, man. You nailed like a nailed you sister.